und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas von den Testhelden. Wenn auch du dich optimal auf den Einstellungstest bei der Polizei vorbereiten möchtest, dann bist du hier genau richtig. Check doch die Videobeschreibung ab. Dort haben wir einen Link zu unserer Webseite verlinkt, wo wir dich mit Hilfe von Experten optimal auf den Einstellungstest bei der Polizei vorbereiten möchten. Das heutige Thema dreht sich rund um die Sportprüfung bei der Landespolizei in Bayern. Auch wenn du nicht absolut unsportlich sein darfst und die Anforderungen durchaus herausfordernd sind, sind auch die sportlichen Übungen machbar. Die Sportprüfung zielt vor allem darauf ab, zu schauen, ob du eine gewisse Sprungkraft aufweist, die schnell und koordiniert bewegen kannst und auch genug Kraft und Ausdauer besitzt. Daher solltest du dich auch schon lange vor dem Einstellungstest auf die Sportprüfung vorbereiten und auch alle Übungen durchführen. Denn dann siehst du schnell, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Konkret solltest du regelmäßig laufen gehen und auch die Zeit dabei messen. Auch Sprints und Sprünge sollten zu deiner Vorbereitung gehören. Deine Muskulatur kannst du durch Krafttraining, Liegestütze und Schwimmen aufbauen. Um zu bestehen, musst du mindestens den Cooper-Test bestehen. Zusätzlich darfst du maximal bei einer der Übungen eine Note 6 bekommen, beziehungsweise darfst du maximal bei zwei Übungen die Note 5 bekommen. Wenn du den Sporttest dann bestanden hast, hat diese Note keinen Einfluss auf die Gesamtnote des Einstellungstests, denn ausschlaggebend ist deine Note im Sporttest nur dann, wenn es um eine Platzierung in der gesamten Bewerberrangliste geht. Wenn du zum Beispiel dasselbe Gesamtergebnis wie ein anderer Bewerber hast, kann ein besseres Sportergebnis ein entscheidender Vorteil sein. Seit 2018 musst du nicht mehr auf Zeit schwimmen. Als kleiner Sidefact, hier reicht es nun aus, ein Schwimmabzeichen vorzulegen. Die erste Übung wäre das Springen über die Kleinbank. Bei dieser Aufgabe musst du innerhalb von 30 Sekunden so oft wie möglich beidbeinig über eine kleine Bank, also eine Kleinbank, die ungefähr 31 cm Höhe und 34 cm Breite ist, springen. Die Note hängt von deinem Ergebnis ab. So, die zweite Übung wären dann Bankdrücken. Du liegst mit dem Rücken auf einer Hantelbank und musst die Langhantel so oft wie möglich nach oben drücken. Das Gewicht der Hantel hängt von deinem Körpergewicht ab. Aber das Mindestgewicht liegt bei 22,5 Kilogramm. Bei Frauen sind es 45% ihres Körpergewichts und bei Männern sind es 60%. So, die nächste Übung wäre dann der Pendellauf. Beim Pendellauf geht es vor allem um deine Schnelligkeit und deine Koordinationsfähigkeit. So musst du insgesamt viermal zwischen zwei Kleinbänken hin und her sprinten, die 10 Meter voneinander entfernt stehen. Erschwert wird diese Aufgabe dadurch, dass du die Bank überspringen musst, ein Seil aufheben musst und das du mitnimmst, um es dann wieder abzulegen. Den Pendellauf darfst du zweimal durchlaufen, wobei die bessere Note gewertet wird. Die Angaben beziehen sich auf Sekunden. So, und zu guter Letzt gibt es dann noch den Cooper-Test. Diese Sportprüfung schließt mit dem Cooper-Test ab, wo du dir innerhalb von 12 Minuten so viele 100 Meter Streckenabschnitte wie möglich laufen musst. Dementsprechend wirst du auch benotet, wobei die Angaben Meter entsprechen. Genau, das war's zum Sporttest. Solltest du noch Fragen haben, dann schreib sie in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere doch diesen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, dein Andreas. Ciao, ciao.